Hallihallo, die meisten Zuschauer verliert man innerhalb von 5 Sekunden. Also haben wir noch 3, 2, irgendwie eine und jetzt sind die meisten weg. Jetzt fangen wir an. Ich weiß nicht, ob der Anfang gut ist, aber ich irgendwie fand ich es lustig. Und man will ja auch irgendwie was Eigenes haben. Und ich fand es lustig. Habe ich schon gesagt, dass ich es lustig fand? Ich mache jetzt einfach weiter. So. Ich hatte tatsächlich hier schon mal eine Mystery Box und das hat sich auch echt super geklickt. Also eine Saturn Mystery Box. Aber dann dachte ich mir, packe ich nochmal eine aus, aber dann würde ich es ja für die Klicks machen. Und ich will tatsächlich nicht so viel machen, nur weil es mehr Aufruf generiert. Aber ich hatte schon Bock auf eine neue Mystery Box. Und da ich sehr viele N64-Spiele habe und mein Lieblings-N64, dachte ich mir so, eine N64-Mystery Box ist doch mal richtig cool. Auch wenn ich sehr, sehr viele Spiele habe und die Chance, dass eins drin ist, was ich noch nicht habe, sehr selten ist. Aber ich habe 7 N64 in meiner Wohnung und die sind alle angeschlossen. Also kann ich mal ein Modul irgendwo drin stehen lassen und brauche bloß das Controller-Pack mitnehmen. Eventuell, je nachdem, was drin ist. Vielleicht sind auch nur Sportspiele drin. Wenn das so ist, dann die kaufe ich mir relativ selten. Also ich will kein Fullset. Ich habe tatsächlich fast, also nicht, na, ist egal. Ich mache jetzt einfach weiter. So. Hier kommt ein Paket. Da sind nicht nur, es ist jetzt nicht scharf, das ist jetzt nicht wichtig, oder? Da sind jetzt nicht nur 5 N64-Spiele drin, sondern auch 10 Game Boy Color-Spiele. Die werde ich im nächsten Video machen. Ich drehe es gleich danach. Vielleicht lade ich es auch beides gleichzeitig hoch, ne? Ich bin ein ganz schlechter YouTuber, das heißt, ich habe mein Cuttermesser verlegt. Ah, ich habe es gefunden. Ich bin ein ganz schlechter YouTuber, das heißt, ja, ich lade das zu den kuriosesten Zeiten. Ich gehe Vollzeit arbeiten und habe auch echt nicht vor, das zu ändern. Deswegen ist YouTube nur ein Hobby. So. Ich habe noch nicht reingeguckt, also ich bin da komplett fair. Das heißt, wenn da jetzt einfach ein Kackhaufen drin ist, dann bin ich am Arsch. Kackhaufen. Achso, sorry, jetzt wurde es ein bisschen laut. Ah, das ist ja cool. Okay, ich habe sowas gehofft, aber war mir nicht sicher. Ich könnte hier cutten. Mache ich nicht. Okay. Was ja voll lieb. Oh, da steht Gameboy. Also wenn er jetzt 10 Gameboy-Spiele reingepackt hat, dann ist es so. Ich bin keiner, der sich beschwert. Ich setze den Fokus mal neu. Oh, wie ich das hinkriege, oder? Mittlerweile bin ich in meinen Videos sogar ein bisschen besser. Ich bin kein YouTuber, ne? Also ich kann Dinge einfügen oder einfliegen lassen oder Texte einblenden. Warte, Steven, hier, guck mal, da ist ein Text, oder? Hier ist ein Text. Ach so. Ich werde jetzt mal einblenden, wo, das packen wir mal kurz weg. Ich werde jetzt ungefähr hier eine Uhrzeit einblenden, wo alle Bilder N64-Spiele zu sehen sind. Das heißt, wenn ihr es skippt, dann skippt direkt zur Zeit. Also das heißt, also hier irgendwo steht es. Oder hier. Oder vielleicht hier. Oder hier. Legen wir los, legen wir los. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich alle habe, aber ich meine, es ist eine N64-Mystery-Box. Ich kann nicht enttäuscht werden. Deswegen hatte ich auch irgendwie keine Lust so auf nochmal. Gut, ich muss mal gucken. Oh, guck mal, Bonbons. Oh, der ist ja voll lieb. Oh, und ein Kärtchen. Ich wollte erst allein drauf gucken. Ja, Pech. Mann, bin ich gut. Oh, ist cool. Ja, Werbung. Hui. Muss ich das jetzt deklarieren? Ich habe keine Ahnung. So, wie machen wir es am besten? Wir holen erstmal Bonbons raus. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie sind denn die verpackt? Ne, die liegen lose drin. Okay, gut. Dann müssen wir es so machen. Ha. Oh, ich fühle schon mal eins. Okay. Wir legen los. Das erste N64-Spiel. Es ist Ice F1 World Grand Prix. Ach, ich wollte ungefähr einen Tipp abgeben, was oft bei sein wird. Die Spiele, die tauchen überall auf. Aber es ist ein guter Zustand. Also ich habe das natürlich schon, aber es ist ein guter Zustand. Habe ich noch nicht gespielt. Ich habe den ersten Teil geliebt. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen was dazu erzähle. Ich habe den ersten Teil geliebt und wirklich ohne Ende gespielt. Das Coole ist beim ersten Teil, ist also für alle N64-Rennspiel-Fans, generell für F1-Fans, da ist eine Rennstrecke bei, die fährt durch einen Vulkan. Ja, also die ist komplett eingedesignt. Es gibt keine F1-Strecke, die durch einen Vulkan führt, für alle, die nicht F1 gucken. Nein, das gibt's nicht. Und auch mit Lichteffekt. Also es kommt echt gut. Das müsste ich echt mal aufnehmen.
Ich glaube, das mache ich mal. Die gibt es, glaube ich, hier nicht. Ich glaube, hier gibt es keine extra Strecke. Aber hier kann man das Expansion Pack benutzen. Also ein bisschen Ahnung vom N64 habe ich. Yeah. Und dann kann man sich die Wiederholungen nicht nur von den letzten paar Runden, sondern von den ganzen Rennen angucken. Also grafisch, glaube ich, hat es nicht so viele Vorteile gehabt. Ich glaube, das waren hauptsächlich die Wiederholungen. Vielleicht auch ein bisschen Grafik. So, wollen wir gucken. Also ist schon mal, ich finde es gut. Wir haben, was wird noch bei sein? Also FIFA und F1 würde ich sagen. Also ich denke mal, Teil 1 ist bestimmt auch noch bei. Aber wollen wir mal gucken. So, F1 Sport Position habe ich noch nicht gespielt, habe ich aber auch. Aber der Zustand, ich glaube, der Zustand ist besser. Ja, finde ich schon. Ja. Ich habe so viele N64-Spiele und also ich verschenke die meistens, die doppelten. Ne? Also ich verkaufe da relativ wenig. Oh, ein Superstar Soccer. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Aber auch ein guter Zustand. Also ich sammle die meisten Spiele tatsächlich ohne Hülle. Ne? Es ist einfach so. Ich will die Spiele tatsächlich spielen. Ne? Ich sammle nicht, um sie hinzustellen. Ich will sie spielen. Klingt zwar komisch, aber ist so. Voilà. Okay. Also da kann ich nicht so viel zu sagen. Aber mal gucken. Das geht hier relativ ratzfatz. Oh, NBA, das habe ich nicht. Weil ich sammle N64-Spiele, ich hole mir die, die ich spielen würde wollen und tatsächlich gehe ich nicht im Laden und hole mir die ganzen Sportspiele. Da dachte ich mir, die holst du dir einfach so durch Zufall beim Flohmarkt, wo du sagst, ach guck mal hier, dafür 3 Euro oder sowas. Weil die würde ich tatsächlich eher weniger spielen wollen. Aber ich habe noch nie eins gespielt, also wäre vielleicht mal interessant. Aber der Zustand ist echt gut. Danke. Achso, wo ist ein Kärtchen? Ja, danke Verkäufer. So, jetzt haben wir jetzt, oh hier, jetzt kommt nur noch eins. Ich fühle eins. So, wollen wir mal gucken. Und wir haben ein... Ich dachte, hier ist irgendwas gerollt. Krass, jetzt kriege ich schon Hallos. Creepy. Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe einen 3D-Hockey, aber ich glaube nicht das. Ich glaube nicht. Ich werde auch gleich mal nachgucken und werde es dann einblenden, wenn ich es habe. Wenn ich schon habe, na gut, okay, das ist so. Verschenke ich dann an jemand, der sich freut. Also letztendlich, also das glaube ich, habe ich nicht. Die müsste ich, glaube ich, haben, bei dem bin ich mir nicht sicher. Dann würde ich sagen, dann war es das schon. Wow, ging das schnell, oder? Ich bin jetzt bei 7 Minuten 56 Aufnahme. Wenn ich jetzt nicht irgendeinen Blödsinn reinschneide. Ja, was machen wir noch? Ich schalte keine Werbung, deswegen will ich es nicht strecken, aber ich fand es ziemlich kurz. Wartet, überlegt kurz. Wollen wir Bonbon essen? Wollt ihr euch ein N64 angucken? Ich finde Bug Bumble, ja, ich finde Bug Bumble ist einfach ein richtig cooles N64-Spiel. Ernsthaft, das macht einfach nur Spaß. Müsste von den Machern von Lilith Wars sein. Ich weiß nicht hundertprozentig alles. Aber das Spiel macht einfach richtig Laune. Also, da gibt es einen Zwei-Spieler-Modus. Ja, okay, jetzt strecken wir das Video. Da gibt es zwei Tore. Ihr seid eine Biene, euer Gegner ist eine Biene. Kann man leider wirklich nur mit einem zweiten Spieler spielen, nicht mit dem Computer. Und ihr müsst quasi versuchen mit Waffen. Die hat Waffen. Könnt auch aufsammeln. Bazookas und so. Versuchen den Fußball oder durch den Kopf in das andere Tor reinzubewegen. Der Fußball ist ungefähr so groß. Die Biene ist ungefähr so groß. Es ist, im Prinzip war es das erste Autofußball. Mann, war ich mal in. Also nicht Autofußball, ja doch Autofußball. Und ich rede zu schnell. Ja, das wird auch mal anders werden. Guti, dann würde ich sagen, dabei belassen wir es. Wir werden irgendwann mal Bug Bumble spielen. Ach, Bug Bumble ist toll. Ich bin einer dieser wenigen Bug Bumble Fans, aber ich lasse mir da nicht reinreden. Ne? Bug Bumble ist toll. Verwaschene Grafik? Nein. Nein. Okay. Das waren jetzt die N64-Spiele. Auf die Gameboy-Spiele, also Gameboy-Color-Spiele. Ich hoffe, da sind Gameboy-Color-Spiele drin. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Freue ich mich noch richtig doll. Weil ich habe zwei Gameboy-Color-Spiele. Die Chance, dass ich da schon eins habe, ist sehr, sehr selten. Und ich kenne kein schlechtes Gameboy-Color-Spiel. Und ich kenne viele Spiele. Also, wenn da Barbie drin ist, ist da Barbie drin. Das ist auch ein gutes Spiel, weil ich es noch nicht habe und noch nie gespielt habe. Spielt mehr Barbie-Spiele. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen richtig schönen guten Tag und hoffe, dass ich das irgendwie zusammengeschnitten habe. Ich nehme sogar den Ton zweimal auf. Dinge, die man nicht erwähnen muss im Video. Also eigentlich hätte ich schon längst Tschüss sagen müssen. Weil ich mir noch nicht sicher bin. Ich habe jetzt ein Rode Mikrofon und ich habe jetzt ein Blue Mikrofon am Laptop dran. Also ich probiere da sehr viel aus. Also irgendeine Tonspur werde ich nehmen. Ich werde beide nehmen und werde uns alle Kirre machen. Am besten die werde ich noch versetzen. Oh, Hölle pur.
Gut, dann einen schönen Tag noch und passt auf euch auf und ja, tschüssi. Wink mir, wink ist wichtig. Jetzt sieht man die Liste hier.